Wir sind hier Höhe Österreich, Höhe der Abfahrt Epps. Hier hat sich ein Verkehrsunfall mit einem Fahrzeug ereignet. Das Fahrzeug ist gegen einen Baum gefahren und schwer beschädigt worden. Die Feuerwehr ist alarmiert worden zu einer eingeklemmten Person. Wurde vom Rettungsdienst nachgefordert, der war schon vor Ort. Wie wir aber ankamen, war die Person schon vom Rettungsdienst per Crashrettung befreit worden. Es waren zwei Personen im Fahrzeug. Die eine Person ist mittelschwer verletzt, die andere Person schwer verletzt. Der Rettungsdienst hatte Glück, die Person konnte durch den Rettungsdienst befreit werden, weil sich die Tür aufgeschält hatte. Da gab es eine kleine Öffnung, wo die Person rausgeholt werden konnte. Die Personen, die zwei Verletzten sind, der eine Mittelschwerverletzte ist mit dem Rettungsdienst, mit dem RTW nach Wiesbaden transportiert worden und der Schwerverletzte ist mit dem Rettungshubschrauber transportiert worden. Hier an der Stelle, wo wir uns jetzt befinden, haben wir dieses Jahr, glaube ich, schon 3 Verkehrsunfälle mit eingeklemmten Personen gehabt. Die Gründe sind unterschiedlich. Mal ist Unachtsamkeit in Gegenverkehr gefahren, manchmal ist bei der Auffahrt nicht aufgepasst worden. Also die Unfallschwerpunkte ist nicht nur eine, sondern es sind verschiedene, aber immer an der gleichen Stelle. Die Straße wurde auf Wunsch der Polizei und Landung des Rettungshubschraubers voll gesperrt, auch damit die Einsatzkräfte hier vor Ort nicht gefährdet werden. Hier fahren ja doch viele Autos entlang, deswegen hat man gesagt, wir sperren die Straße voll.